Könnten gleich wissen. Hey. Jo. Perfekt. Deswegen landen da wahrscheinlich auch Raketen und so. Ja. C4. C4. Schau mal hier. C4. Hallo? Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt Noch ein noch Loch? aushalte, mich mit diesem Schrott zu beschäftigen. Also ich bin lieber hier unten, wo es ruhig ist, anstatt da oben, wo die Hölle losbricht. Das glaube ich. Ja, hier ist es Aber sehr es ruhig. stinkt wirklich fies hier unten. Nach ein paar weiteren Die haben Monaten keine bemerkst du Waffen. das gar Die haben nicht mehr. keine Waffen. Das ist Ah, es, okay. wovor ich Angst habe. Hey, ich bin schon seit Jahren hier unten und es hat mich nicht verändert. Hey, ich bin auch schon lange hier. Keiner will sich mit mir unterhalten. Ich weiß auch nicht warum. Ah, das war das. Ne? Bitte, lass mich in Ruhe, Bitte. lass mich in Ruhe. Ich mach doch gar nichts. Wie sie synchron sprechen. Ja. Bitte, lass mich in Ruhe, bitte, lass mich in Ruhe. Bitte, bitte, lass mich in Ruhe, Ruhe. Oh nein. Oh, Tja, Badladen. Badladen, Binnenladen. Will nicht mehr laden. ja. Akkuladen. Akkuladen. Einkaufsladen. Einkaufsladen. Telefonladen. Voll. Hierher, Ja, wir fahren Hilfe, Gondel. Waffen! Über den Canyon. Oh. Mutig, da wäre auch noch ein Knopf gewesen. Links von dir. Ja, ich will hier erstmal gucken. Na? Hey. Sein habe ich. Toll. Zwei erste. Na los, du harter Kerl. Okay. Drei habe ich. Wahnsinn. So, dann nehmen wir wieder eine vernünftige Waffe. Mit der wir auch genug Munition kriegen. Und begeben uns in den Tunnel. Halt, da war hinter dir auch noch was. Ja, da ist was und da ist auch noch was. Ne, das ist Da nichts. ist nichts. Okay, dann ist da nichts. Dass sie die eben so doof bauen, weißt du, jeder normale Mensch mit dem Tunnel jetzt dahin sitzen oder eine Tür, dass man sie sieht. Ja. Die machen so verschachtelt. Völlig sinnlos. Allerdings. So. Ah, wir gehen jetzt durch Laden. Durch den Laden. Durch den Laden. Schon wieder. Ja, jetzt sind wir gerade im Gondelwagen gewesen, Laden. Und jetzt Und? geht's in. Durch den Hüllenladen in den Einkaufsladen. nächsten Laden. Keine Ahnung. Den Wartungsladen. Durch den Wartungsladen. Jo. Oh, noch ein Knopf. Oh, schon wieder ein Aufzug. Noch ein Knopf. Da wird's Du rausgehen. bist drin, Parker. Jetzt zum kniffligen Echt? Teil. Die Konsole, Jetzt an bin die ich du ran gespannt. musst, befindet sich in der obersten Etage des Kommunikationszentrums. Okay. Was daran so schlimm? Geh weg. Ah, das wahrscheinlich. Es wäre eigentlich mal wieder so ein bisschen an der Zeit hierfür, für. Musik? Ja. Kommt doch gerade. Ah. Vorsicht, Parker, sehe ich echt so scheiße aus? Ich weiß auch nicht. Naja, hier ist nichts Interessantes mehr. Keine Knöpfe? Nichts? Nee. Ja. Ist wieder automatische Türen. Das Automatik laden. Gott sei Dank. Hallo? Ja. Wie sie das Glas zerschießen. Das wird teuer, das sage ich dir, Freundchen. Hä? Wo kommt der her? Er hat sich versteckt. Oben am Eck, hinten am Eck. Okay. Und jetzt? So. Wenn das der Chef mitkriegt, dass der einfach Glas zerschießt. Ja, der feuert ihn sofort. Haha. Haha. Nun wird er schon übernommen. Ah, Schenkelklopfer. Haha. Sag mal, wie kommt man da rein? Vielleicht die Tür. Da ist eine Tür, guck Ich mal. wollte mich gerade reinspringen. Hey! Was geht? Oha. Ach da. Ich bin doch gerade einmal drum rumgelaufen. Ja, die wahrscheinlich auch. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Ringelreihe. Ja, weil hinten war, glaube ich, keine Tür mehr, oder? Doch, da war auch noch was. Da war noch was? Nein, da war nix. Da war doch hinten. Rechts jetzt. Ja, da, aber da Nein, hinten. rechts. Da ist auch noch eine Stimmt, das ist Tür. auch eine Tür. Sag ich doch. Wuhu.
Hast du die Schüsse gehört? Irgendwas geht hier vor. Nein. Bleib einfach hier und mache deinen Job. Lass sich die Wachen und Söldner darum kümmern. Das ist ihre Aufgabe. Ah, Zivilisten. Ja, Zivilisten. Ich kann hier nichts machen. Hey! Halt, bitte, ich bin auf deiner Warum erschreckst du die jetzt? Ja, besser erschrecken kannst du töten, ne? Hochspannung. Lalalalalal. Naja, aber da ist nichts. Ich höre nicht mehr auf dich, du kommst mir auf den falschen Weg. Als könnte ich jetzt was dafür, dass ich dich in die falsche Tür gelotst habe. Ja. Na toll. Nächstes Mal nehme ich immer die Großen, ja? Ja. Einer links, einer rechts. Sie haben 5-5-6er und Granaten. Falsches Spiel. Ah, ich weiß. Aber das hört sich an, als hätten die mein Präzisionsgewehr. Jetzt mein Präzisionsgewehr. Nein. Oh, ich liebe dieses Gewehr. Ja, das trifft. Ist auch ein Präzisionsgewehr. Oh, ich liebe dieses Gewehr. Tja. Das nicht nur, weil es ein grünes Visier hat. So was schön genau ist, ne? Oh, ja. Da kannst du ziemlich böse zugehen. Im Kommunikationszentrum. Sie tauchen überall im Gebäude auf und überwältigen die Sicherheitskräfte. Was ist daran so schlimm? Ja, sie bringen jeden Minenarbeiter und jeden Mann vom Sicherheitsdienst um. Versuchst du? Alter, was sind das für Leute? Das ist natürlich schlecht. Von roten Blättern Abstand halten. Ja, klingt sinnvoll. So, nochmal neue Gegner. Ey, das Ding hat richtig Wumms. Ja, hey! Ja. Deswegen gefällt mir das im Multiplayer immer so gern. Ja. Das kann man vor allem auch so verwenden, ohne zu zielen. Ja. Weißt du? Alter, was für ein harter Typ. Ich versuch's nicht nur, ich mach's. Hallo? Kommt gleich bestimmt was. Sag ich doch. Komm schon. Ah, das ist ein gutes Volk. Oh, wie viel kommt denn da noch? Gutes Magazin hat, weißt du? Mit 20 Schuss. Und richtig fett Schaden austeilt. Ey, die haben alle das Ding. Das ist doch cool. Ah, der Feuerlöscher. Was soll hier brennen? Die Kisten? Leute? Okay. Der Bunker da? Ich versuche jetzt mal eine Abkürzung zu nehmen. Gucken, ob das geht. Das Red Faction. Deswegen. Versuche ich, ob es funktioniert. Das ist Red Faction, das geht halt nicht. Hallo? Was haben wir da? Festplatten. Stühle. Oh, so ein alter Stuhl wäre geil. So ein alter Stuhl? So ein alter Stuhl. Oh. Ah, die Waffenkammer, ne? Ja, Waffenkammern sind immer gut. Aber wo muss ich denn hin? Für die Türen gibt's doch gar nicht. Da kommt was. Da oben steht einer. Das gibt's nicht! Ja, links, rechts, wie im links, Film. Rechts. Hey! Bleibst du hier? Ich glaube, der war schon tot, ja. Ja, jetzt schon. Vielleicht da oben lang? Ja, ich glaube auch. Also, wieder hoch. Und rum. Und weiter rum. Bin ich von da nicht gekommen? Ich bin gerade der Überlegung, dass du von da sogar kamst. Ja. Ja. Und dann bin ich da in die Tür rein, glaube ich. Ja, geh mal da rein nochmal. Vielleicht war da noch was. Irgendwas muss ich ja übersehen haben. Da. Da ist was. Da war doch was. Ja, warte mal. Von da kamst du. Da bist du. Und da bin ich runter und da bin ich nicht rein. Dann musst du da hoch. Siehst Richtig. Du? Ladebildschirm. Laden. So, vielleicht sollten wir dann langsam auch mal eine Pause machen. Ja, wir haben doch ein bisschen längere Spielzeit jetzt hinter uns. Ja, auf jeden Fall. Mal die alten Knochen ausruhen. Ja, sollten wir mal machen. Und vielleicht nochmal einen kleinen Speicherpunkt setzen. Nein, nicht nein. Ja, nein, nein, ja. Ja! Nein! Oh. Oh. Also gut. Ach Gott. Das Auto ändern, wenn wir gerade dabei sind. Ja, so ist das, ich dann weitermache. Ich weiß jetzt wieder, von wo das war. Was? Warum ich mir die Steuerung so angewöhnt hat. Ja, bitte. In Zelda Ocarina of Time gibt es nur die inventierte Steuerung. Ach so? Deswegen habe ich es nie gespielt, ja?
Daher kam das nämlich. Also gut. Gut, aber wie gesagt, wir machen einen Punkt. Mach Pause. Mach ich Pause? Mach Pause. Ich bin immer noch euer Korax. Ich bin euer Michasnake und wir sehen uns entweder in der nächsten Folge oder bis gleich. Bis dahin. Tschüssi. Ciao. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Red Faction. Jawohl, naja, Let's Play Together. Normalerweise ist es ein normales Let's Play. Mit Beistand. Mit Beistand. Ich bin wieder euer Korax. Ich bin euer Michasnake. Sind wir jetzt eigentlich Aufzug gefahren? Nein. Nee, wir müssen Aufzug fahren. Wir müssen jetzt Aufzug fahren. Und wir sind wieder mitten im Geschehen. Ja. Hey, da geht's raus. Oh, Frischluft. Naja, Luft ist relativ auf dem Mars. Naja, warum nicht? Hat doch was. Ja, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das... Mit R1 schießt man. Das ist mir auch gar nicht. Apropos schießen. Warum Verräter? Ich weiß auch nicht. Wir wehren uns nur. Hey, die ganze Sache hat angefangen, weil uns einer angegriffen hat. Ja, richtig. Aber eigentlich wollten wir bis jetzt immer noch nur unsere Schicht beenden. So ist. Huch, da geht's immer noch hoch. Huh. Ja, aber das sind auch nicht wirklich die besten Schützen. Nee. Ja, ich bin ja jetzt auf der mittleren Etage. Huch, wir spielen Ringelringerei. Yay. Doch. Gut. Was ist mit dem? Achso, das ist nur ein Zivilist. Ich dachte gerade, der will mich einfach. Wo kommen die denn alle her? Ja, du, ich weiß auch nicht. Dürfen wir jetzt eigentlich mal unsere Schicht beenden? Naja. Mann. Hä? Ich glaube, du kommst so lange, bis du weiter rennst. Das bemängel ich auch immer bei Call of Duty. Es kommt so lange Gegner, bis du weitergehst. Bist sicher? Ja. Na, ich glaube, das war's. Meinst? Hallo? Damals war das noch nicht so, dass hier ewig viele Gegner kommen. Das war der Zivilist? Sicher, ja. Das war's. Trotzdem bemängel ich sowas immer. Ja gut, bei Call of Duty oder bei Battlefield auch. Aber nicht so krass. Oh! Ich wollte gerade sagen, wer schießt denn da? Hierher, Hilfe, Wachen! Ist der Kontrollraum, oder? Ja, ich glaube. Wachen? Da kommt keiner mehr, ich habe alle ausgeschaltet. Hier ist nichts. Wie das Ding mit zwei Leuten am Laufen gehalten wird, weißt du? Ja, cool. Da war eine Box. Genau das. Leben. So, dann drücken wir mal ein paar Knöpfe und dann war's das. Kontrollraum, Satelliten. Drück mal drauf. Ich drücke. Ich hoffe, das funktioniert. Wenn mein PC einfach nur machen würde. Und wir richten die Schlüssel aus. Da passiert doch irgendwas. Ja, sag natürlich. Ich doch. Ich bleib stehen. Wenn ihr sterbt, bleib ich stehen. Und hinterhältig in den Rücken geschossen. Das ist fertig jetzt, oder? Hm. Können die Minenarbeiter bitte zu ihren Wagen zurückkehren? Immer noch. Hol! Wie er nicht trifft. Ja, das war mit Absicht. Du wolltest ihm eine Chance geben, ne? So ist es. Die Luftschleuse im Erdgeschoss des Turms ist nun geöffnet. Das Sicherheitssystem eingedrungen und hat seine Schlösser überbrückt. Oh. Alter, geht's? Wie der mich erschreckt mit seinem Raketenwerfer. Da kommt halt die Treppe mit dem Raki hoch. Das ist aber nichts Besseres zu tun mit dir. Aber triffst du auch? Ja, das ist so. Ja, ja. Hierher, ja. Hilfe, Waffen! Das soll eine Lüftungsschleuse sein. Das da, oder? Ne, von da kam das, war der Aufzug. Ja. Dann ist das die Lüftungsschleuse. Das ist wahrscheinlich der Raum für die Tür für den Kontrollraum. Ist mir schon klar, aber ich muss ja mal gucken, was da drin ist. Wir leben. Wie nichts, wie... Das war voller Alarm. Ja. So, Stille, Ruhe. Alarm ist auch weg. Knöpfchen. Was wird Besseres? Oh, mir fällt da bestimmt einiges ein. Knöpfchen! Huch! Ich glaube, du musst gucken. Du bist tot! Nein.
Ich bin tot. Oder sagt es gerade zu seinem Kollegen. Ja, witzig. Dann. Shit!